Hallo, ich bin die Johanna. Und ich bin die Melda. Und wir sind 2 von 20 Auszubildenden des Mittelkurses im Herz-Jesu-Krankenhaus in Dermann. Und in diesem Video wollen wir euch zeigen, warum auch der Beruf in der Pflege etwas für euch sein könnte. Der Unterricht in der Krankenpflegeschule ist sehr vielseitig. Schwerpunkte werden gesetzt in der Krankenpflege, Medizin und Psychologie. Genau. Und da können Sie das wiederfinden. Wir haben nämlich ein Lavendelöl und halt eben zur Anregung Rosmarinöl. Schön ist es, die Dankbarkeit der Patienten zu sehen für das, was ich tue. Was wir zu tun haben, hängt von unserem Ausbildungsstand und auch ein wenig von den Mitarbeitern auf den verschiedenen Stationen ab. Am Anfang waren das eher so Tätigkeiten wie Körperpflege, Vitalzeichenkontrolle und Essen anreichen. Später kommen dann auch noch so Tätigkeiten hinzu wie Infusionen richten und Verbände machen. Es gibt auch schlechte Tage, wenn zum Beispiel ein Patient verstirbt. Aber dennoch überwiegen die schönen Tage. Ich habe immer wieder mit neuen Patienten und Krankenbildern zu tun. Berufsbegleitend zu meiner Ausbildung wurde mir ja angeboten, ein Studium in Mainz im Fachbereich Pflege und Gesundheit zu absolvieren. Ich studiere momentan an der Katholischen Hochschule und möchte später in der Geschäftsführung eines Krankenhauses landen. Auch eine Tätigkeit als Lehrer ist durch ein Pflegestudium möglich. Ich bin jedes Mal aufs Neue stolz und glücklich, wenn bei Patienten Fortschritte zu erkennen sind. In der Ausbildungsvergütung bin ich sehr zufrieden. Ich bin im zweiten Lehrjahr und verdiene 950 Euro netto. Glaube ich, und die Julia kennengelernt. Nachnamen weiß ich nicht, aber total nett, so wie alle Schwestern hier. Und ich bin total zufrieden. Ich war jetzt 3 Wochen hier und ja. Eine Krankenschwester zu sein, bedeutet anderen Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Es gibt dann ein gutes Gefühl, die Dankbarkeit vom Patienten zu erhalten. Hallo, ich bin die Schwester Elli und arbeite im Pflegeberuf. Ich habe die Ausbildung vor ungefähr mehr als ein Jahr gemacht und mir gefällt der Beruf sehr. Ich arbeite hier auf der Gefäßchirurgie und weil mir der Umgang auch mit Verbänden sehr Spaß macht, würde ich sehr gerne. Die Ausbildung befähigt das Arbeiten mit Säuglingen, Kindern, Erwachsenen und älteren Menschen in allen stationären und ambulanten Einrichtungen. Haben euer Interesse geweckt? Bewerbt euch selbst zur Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung. Die Adresse findet ihr auf unserer Homepage, die Gesundheits- und Krankenpflegeschule in Dernbach. Außerdem findet ihr auf unserer Facebook-Seite laufend Aktuelles über unsere Ausbildung und über die Arbeit im Krankenhaus.